Hallo, herzlich willkommen auf unserem Kanal. Grüßt euch. Wir begrüßen euch hier aus der Nähe von Lüneburg. Ganz nah an Lüneburg, nur 4 Kilometer bis zur Innenstadt. Fünf, hast du genau gezählt. Nein, das steht hier überall. Ach so, okay, bis zur Innenstadt sollen es 5 Kilometer sein. 5 Kilometer vor der Stadt Lüneburg, vor der schicken Altstadt, wirklich schönen Altstadt von Lüneburg, befindet sich der kleine Campingplatz, sehr naturbelassene Campingplatz, Rote Schleuse. Mehr zu diesem Campingplatz jetzt im Anschluss dieser Begrüßung. Wir freuen uns, dass ihr wieder dabei seid, unsere Videos schaut und wünschen euch viel Spaß bei diesem Video. Hast du gesagt, dass genau gegenüber des Campingplatz eine Bushaltestelle ist? Halt! Das muss ich noch schnell sagen. Wer keine Fahrräder mit hat, wer mit Zelt kommt oder Fahrrad oder sonst was, oder keine Fahrräder mit hat, genau gegenüber von dem Campingplatz hier, nur über die Straße rüber, ist eine Bushaltestelle, von der aus man mit dem Bus direkt in die Altstadt fahren kann und von der Altstadt direkt wieder bis hier zur Bushaltestelle. Gut, dass du daran gedacht hast. Ich glaube, der ist auch umsonst. Heide, ne? Heide-Shuttle? Heide-Shuttle, ob er kostenlos ist, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall gibt es ihn. Und wenn es einen kleinen Obolus kostet, immer noch besser als zu Fuß gehen. Okay, viel Spaß bei diesem Video. So, hier beginnt sozusagen der Campingplatz Rote Schleuse. Dieser Campingplatz ist nicht allzu groß, sehr naturbelassen, ganz viele Bäume, Büsche, gerade für Zelter und so weiter sehr schön, weil die dort sehr schattig stehen können, aber auch groß genug für Wohnwagen, Wohnmobile, auch große Wohnmobile. So, dieser Campingplatz hier heißt Rote Schleuse. Ja, gibt es sowieso ganz viel mit Rote. Ich muss mal rauskriegen, warum, wieso, weshalb. Campingplatz Rote Schleuse. Wir haben, wenn wir hier rausfahren, nur ca. 4 Kilometer bis nach Lüneburg. Also mit dem Fahrrad ganz lässig zu schaffen. Lüneburg, sehr, sehr schön. Sehr schöne Altstadt. Alles sehr konzentriert, viele Restaurants, Cafés, viele kleine Gassen, sehr viele alte Fachwerkhäuser. Also wir kannten Lüneburg schon, das ist ja nicht allzu weit von uns, aber so intensiv, wie wir Lüneburg uns gestern angeschaut haben, hatten wir vorher gar keine Ahnung, wie schön Lüneburg eigentlich wirklich ist. Am Ende dieser Campingplatzvorstellung zeigen wir euch ein bisschen von Lüneburg, blenden Fotos und kleine Videosequenzen ein. Gut, ihr seht hier, die Zufahrt ist gar kein Problem. Ankommen, den Campingplatz befahren kann man ab 12 Uhr, obwohl hier die Rezeption erst um 14 Uhr aufmacht. Geil gelöst, man hält einfach hier vorne an, kann hier gleich Frischwasser tanken, Abwasser loswerden, zeige ich euch gleich. Geht an den Plan, der hier an der Rezeption hängt, schaut, wenn man vorher natürlich reserviert hat, das ist Voraussetzung, welche Platznummer einem zugeteilt wurde und kann sich da schon hinstellen. Und dann so ab 15 Uhr ungefähr könnt ihr dann reingehen und euch anmelden, dass ihr da seid. Schaut mal, hier haben wir dann auch gleich das Restaurant Platzhirsch. Wir haben hier sehr gut gegessen, sehr freundlich alle. Klasse Service hier. Schaut mal, wie schön gemütlich das hier alles angelegt ist. Hier kann man draußen sitzen, drin sitzen, schattig sitzen, sonnig, wie man möchte. Schaut mal, richtig toll gemacht hier. Also hier sollte man unbedingt, ihr seht schon hier die vielen Reserviertschilder, hier sollte man unbedingt reservieren. Hier ist immer sehr voll. Hier liegen Platzpläne aus. Zeige ich euch einmal kurz hier gleich von oben.
Wir haben jetzt Platz 98. Wir sind eigentlich froh, dass wir noch einen bekommen haben. Hier ist proppenvoll. Das war für uns, ja, ich sag mal, wie so ein Notplatz, denn die Wohnmobile und Wohnwagen stehen fast alle hier hinten. Der Platz war aber groß genug und da haben wir super reingepasst und da sind wir froh, dass wir den noch bekommen haben. So, da steht es nochmal, die Anreiseinformation, wenn die Rezeption geschlossen ist. Ich finde, das ist super geregelt. Hier gibt es die Anreiseliste. Hier sucht man seinen Namen raus, schaut hier hinten nach der Platznummer, fährt auf den Platz und meldet sich eben später wieder an. Frische Brötchenbestellung hier möglich. Und diese Information findet man natürlich auch alle im Internet und bekommt man, wenn man hier ankommt. Öffnungszeiten, Restaurant, Preise wirklich sehr angenehm, muss ich sagen. Hat uns gestern sowieso gewundert. Muss daran liegen, dass in Lüneburg sehr viele Restaurants, sehr viele Eisdielen, Cafés und so weiter in der Innenstadt sind. Die Konkurrenz ist groß, von daher, wir haben uns gewundert, die Preise waren wirklich sehr angenehm. Ja, hier reserviert. Die Tische sind alle reserviert. Also ohne Reservierung hier anzukommen ist Risiko. Auf dem Campingplatz genauso wie hier im Restaurant. Hier haben wir noch ein paar Außenabwaschplätze. Das ist das zweite große Waschhaus hier. Hier gibt es auch Wohnungen zu mieten und sowas wie ein Bauwagen. So, schaut mal, hier sind viele, viele Plätze für Wohnwagen und Wohnmobile. Das geht einmal rum bis da vorne an die Waldgrenze. Aber mit das Schönste auf diesem Platz, ach guck mal, da steht unser Wohnmobil. Ja, wie gesagt, dieser Platz, den wir jetzt haben, das war, wie gesagt, wir sind so froh, dass wir den noch bekommen haben. Da, wo wir gestanden haben, mussten wir abreisen, weil durch die Travemünder Woche alles belegt, alles reserviert war. Und dann haben wir hier angerufen, ja, einen einzigen Platz haben wir noch, aber dann müssen Sie sofort reservieren. Und das haben wir auch gemacht und den haben wir auch bekommen. Dieser Platz hat 2-3 kleine Nachteile, aber egal. So, hier Spielplatz. Ist für uns kein großer Nachteil, dass wir da dran stehen. Kinder spielen muss sein, nicht schlimm. Wir werden ja auch mal mit Enkel unterwegs sein und Spielplätze benutzen. Und dann erwarten wir auch, dass andere Camper das dulden. Von daher, nee, aber ein schöner Spielplatz hier mit Trampolinen und so weiter. Kann man schon echt nichts sagen. Ist schon klasse gemacht. Aber wie gesagt, Campingplätze haben ja sowas meistens. Was wir hier noch haben, ist ein toller Schwimmteich. Moin. Ja, Riesensandkiste, durch die ich hier gerade durchgehe. So, jetzt schaut mal. Hier gibt es noch einen schönen Schwimmteich. Hier kann man von hier aus reingehen, aber auch dort vom Steg aus reinspringen. Naturbelassener Schwimmteich. Gerade gestern sehr gut benutzt worden. Heute ist wahrscheinlich noch zu früh. Ja, schaut mal, hier gibt es, ich nenne es mal so, wie so ein ehemaliger Bauwagen oder Zirkuswagen. Ist natürlich heutzutage ein kleines Mini-Tiny-Haus, weil auf hochmodernem Fahrgestell auch zum Ziehen. Das kann man hier aber auch mieten. Hier haben wir dann noch so einen Festplatzbereich. Und hier hinten wieder jede Menge Touristenplätze. Nochmal den Schwimmteich von dieser Seite. Sehr, sehr klares Wasser. Oh, da hinten blühen sogar ein paar Seerosen. Jawohl. Schön gemacht, sehr schön gemacht. Und eben, wie gesagt, sehr naturbelassen. Das gefällt uns. So, hier hinten in dem Bereich haben wir noch zwei diese Schlaffässer, die man natürlich mieten kann. Schaut mal hier, da liegen jede Menge diese Baumstümpfe. Und da kann man natürlich schön sitzen. Da gibt es auch einen kleinen Lagerfeuerplatz.
den man natürlich jetzt im Sommer nicht nutzen darf. Und auch bis hier hinten hin verteilt man die Wohnmobile. Man steht hier natürlich gerade im Sommer, diesen Sommer nicht unbedingt nötig. Wir haben jetzt gerade mal 3 Tage richtig schön und da soll es auch wirklich 30 oder 31 Grad werden. Aber den Rest hatten wir dieses Jahr wirklich Pech mit dem Wetter. Sonne, Regen, nee, man muss sagen, Sonne, Regen, Regen, Sonne, Regen, Regen. Aber jetzt die Tage nutzen wir natürlich schön aus und genießen die hier. So, hier ist noch so eine kleine Bude, ich habe da mal reingeguckt. Lauter Tische und Bänke drin, ich weiß nicht, ob man die vielleicht als kleinen Gruppenraum oder sowas mieten kann. Da bin ich überfragt. So, jetzt komme ich von dieser Seite auf unseren Platz zu. Na, mein Hase ist schon wieder am Stricken. Ohne Handarbeit geht es bei ihr nicht. Aber da wird ja auch immer wirklich Schickes und Vernünftiges draus. Von daher ein schönes Hobby. Ja, geradezu, wo die beiden Herrschaften stehen, ist ein Abwaschbecken. Das ist gut gemacht. Kann man draußen abwaschen, muss man nicht, aber kann man bei schönem Wetter sowieso. Rechts daneben ist jetzt die Tür zu. Es gibt ein paar vernünftige Leute, aber ich werde hier mal den Vorschlag machen, dass die da oben so einen Türfeststeller dran machen. Dort ist die Chemietoilettenablass. Und ja, wir sitzen hier und beobachten das ja immer. 8 von 10 lassen einfach die Tür immer wieder auf. Die gehen und lassen die Tür auf. Und wenn man hier sitzt und isst, möchte man nicht unbedingt immer zugucken, wenn dort die Toilette abgelassen wird. Aber wie gesagt, in dem Sinne kein Problem. Wir sind froh, hier noch einen Platz bekommen zu haben, auf den wir aufpassen. Und das ist wirklich ein schön großer Platz. Ihr seht, unser Anhänger steht vor unserem Wohnmobil. Wir würden auch das Quad noch direkt sozusagen an den Vorderreifen ranfahren können. Aber das haben wir jetzt hier gegenüber zwischen den beiden Bäumen da stehen. Und von daher ist es kein Klagen, sondern nur etwas, wo man sagt, die Tür ist zu, man macht sie auf, leert seine Toilette, kann man es auch hinter sich wieder zumachen. Ja, dann geht es hier nochmal den Berg hoch. Und wenn man hier den Berg hochkommt, kommt man hier hinten nochmal auf eine Wiese. Ich mache das jetzt nur für das Video. Normalerweise gehe ich nicht über fremde Plätze. Die Herrschaften sind aber mit einem Fahrrad unterwegs, sind nicht da. Dann mache ich das einfach mal. Wie gesagt, nur für das Video. So, und dann kann man da hinten sehen, auch da zwischen den Bäumen, unter den Bäumen, noch Wiesenplätze. Und auch da stehen dann noch Zelte. Ah, das ist jetzt hinter dem Wohnmobil. Ich will jetzt nicht, dieser Platz ist ja frei. Dann sieht man da hinten, hinter dem Wohnmobil, dass da noch Zelte stehen. Ja, das Zelt ist grün. Sieht man kaum hier draußen in der Natur. Aber auch für Zelter hier eigentlich wirklich schön. Sehr schön. Ja, dann haben wir hier diese Ilmenau im Hintergrund. Der Fluss, der ist nur wenige Meter weg. Kann man natürlich auch schön spazieren gehen. Da gibt es sogar Kanu-Vermietungen. Da kann man Kanu fahren. Das ist also auch eine Sache, wenn man seine Freizeit hier etwas sucht, was man unternehmen kann. 1 Kilometer, nicht mal 1 Kilometer, bis zum Fluss. Sehr schön. Ja, das sind so diese, ich weiß nicht, wir haben Campingplätze gesucht in der Umgebung. Da haben wir gesagt, Mensch, Lüneburg wollten wir uns schon immer mal etwas näher anschauen. Und dann sind wir bei der Suche im Internet, ja, mehr zufällig, auf diesen Campingplatz gestoßen hier, Rote Schleuse. Und ich muss sagen, das ist so eine kleine, fast unbekannte Perle, würde ich sagen. Gerade wie das hier mit der Anmeldung funktioniert, mit dem Reservieren, das hat sofort funktioniert. Ich habe ungefähr 20 Minuten später eine Mail-Bestätigung über die Reservierung bekommen. Wir sind hier angekommen, wir konnten die Platznummer dort vorne ablesen, wir konnten uns schon hinstellen, also wirklich, das ist klasse. Das Restaurant ist super, Eis essen, gutes Essen auf der Karte, italienisch und deutsch. Die Stellplätze sind klasse, das Personal ist freundlich, was will man mehr? Also wirklich klasse. Ja, wir sind wirklich schwer am Überlegen. Heute ist Samstag, am Montag soll das Wetter wieder schlechter werden. Jeden Tag nur 1 bis 2 Stunden Sonne, 60, 70 bis 80% Regenwahrscheinlichkeit. Ach, da sind wir am Überlegen, ob wir früher nach Hause fahren.
Das müssen wir uns ja nicht antun, im Wohnmobil zu sitzen. Zu Hause ist viel Arbeit. Ich habe noch einiges an Videos, was ich noch machen will, schneiden will. Und wir haben angefangen, unseren Garten umzubauen, unseren Teich weggenommen. Dort werden wir einen komplett neuen Bereich anlegen. Das kostet uns noch viel, viel Zeit. Und so neben dem Dienst immer ist das auch immer alles. Hast du hier nur einen halben Tag, da nur einen halben Tag. Also fahren wir früher nach Hause und können dann nochmal richtig zuschlagen und unseren Garten weiter bearbeiten. Gut. Also, wir sind am Ende vom Video. Wir freuen uns, dass ihr wieder zugeschaut habt. Wer noch nicht hat, kann unseren Kanal abonnieren. Kostet ja nichts. Aktiviert die Glocke. Dann werdet ihr informiert, wenn das nächste Video reinkommt. Und ich habe jetzt noch mehrere technische Videos in petto. Neues Kamerasystem. Naja, ich will nicht zu viel verraten. Da kommt noch einiges jetzt in nächster Zeit. Ich muss nur die Zeit finden. Und bis dahin, macht's gut. Bis dann. Tschüss. So, schaut mal. Nur wenige hundert Meter vor dem Campingplatz findet ihr hier diesen Naturkostladen Heckling. Im Biomarkt. Wir haben uns richtig erschrocken, wenn wir reinkamen, wie groß der ist. Riesengroße Auswahl an Bio-Lebensmitteln, ganz viel frisches Obst. So, dann gibt es hier tonnenweise Informationsmaterial. Es gibt auch Gefriersachen, es gibt Bratwurst, Fleisch, Wurst, eine große Käsetheke. Also, wir waren eben da drinnen. Wir haben eben schon mal eingekauft und können den Laden wirklich nur empfehlen. Also, also. Und hier draußen vor dem Campingplatz, ich zeige euch das mal. Das ist die Campingplatzeinfahrt. Und genau gegenüber gibt es hier das Forsthaus Rote Schleuse. Gasthaus, Bierhaus. Ein Biergarten. Biergarten, kannst du draußen sitzen. Da gibt es dann Kleinigkeiten. Ja, die Kleinigkeiten.